Cyper! Mal wieder. Ja. Und wir sehen Prinzessin Peach als Geist, würde ich sagen, wie sie daher schwebt. Mit einer komischen Denkerpose gegen hier. Passiert noch irgendwas? Nee. Ja, es ist Mario Gives Up 2. Oh, wir können Mario und Luigi für den Zweiplayer-Modus. Aber natürlich sind wir nur alleine. Und, hier haben wir den Titlescreen dann. Mario Gives Up 2. Ein sehr guter erster Teil, den ich schon gespielt habe. Und sowas muss dann natürlich auch weitergemacht werden. Und der ist noch nicht allzu lange raus, aber ich habe tierisch Bock, das zu zocken. Du kannst die Prinzessin in der Hölle. Was? Okay, das kann ich nicht übersetzen. Egal. Ein Jahr später. Gut. Mario hat ja Bowser irgendwie besiegt, nachdem er Peach getötet hat oder so. Hey Mario, ich glaube, Bowser hat die Prinzessin wieder gekidnappt. Warum glaubst du das, Luigi? Ich habe sie schon lange nicht gesehen. Eine sehr lange Zeit. Ich fange an, sie zu vermissen. Ja, ich auch. Oh, guck mal, Mario, wie der aussieht, wie so ein Lappen. Und später. Ah, hier ist es. Land der Toten. Ein Buch. Okay, Mario hat das Buch ausgegraben, Land der Toten, welches mit vielen nützlichen Informationen ist, was mal um die Prinzessin zurückzubekommen. Was? Ach du Scheiße. Okay, natürlich ist es blind, so wie eigentlich so gut wie alle Mario-Hacks. Okay, in den Start können wir nicht rein, also da fangen wir an, aber da können wir nicht rein, also Night Stuff. Oh, und oh, es fängt schon cool an. Natürlich werde ich es erstmal ohne Save States probieren, aber es wird sich wohl möglich dann bald ändern. Das reicht, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, aus der Übung gekommen zu sein mit Mario-Hacks. Und guckt euch die Münze, habt ihr gesehen, da war Mario drauf. Und schon das erste Level gefällt mir. Hier, der Boden, hier, die ganzen Grafiken, der Hintergrund mit den Bergen, sieht wunderschön aus. Ja, da oben ist ein Muncher. Steht näher. Anstatt den traditionellen 5 Dragon Coins müssen wir, um einen abzubekommen, müssen wir nur 3 zusammen. So, meine Güte. Also 3 reichen da vollkommen aus. Oh. Wo kommen wir? Ah, eine Cave. Okay, hier kommen wir anscheinend nur weiter, wenn wir einen gelben P-Switch haben. Den habe ich aber noch nicht. So, blub, blub, blub. Oh, ich freue mich einfach nur, diesen Hack zu zocken. Einfach eine Fortsetzung. Mario Gives Up hat mir sehr gut gefallen. Bis auf dieses eine Wüstenlevel. Aber ansonsten war das ein sehr schönes Spiel. Und die Story war natürlich auch sehr amüsant. Deswegen bin ich einfach nur saumäßig gespannt, was mich hier erwarten wird. Wow. Yay, Feuerblume. Ach, scheiße. Das war die Feuerblume, ja. Ich habe noch nicht mal diese Piranha-Pflanze getroffen. Das ist richtig traurig, Mann. Hier. So. Mal sehen, wie sehr ich aus der Übung bin. Ach, scheiße. Weg damit. So, was haben wir denn hier? Oh, warte. Erst den Pilz. Muss ich irgendwie mit. Ah! Ja, die Münzen, die haben mir schon ein bisschen was verraten. Oh, und ich sehe, die Zeit ist jetzt auch nicht so großzügig mit mir. Ah, okay. Da haben wir alle 3 Münzen gefunden. Und dadurch ein Leben kassiert. Die Overworld ist wie ein kleines Puzzle selber. Es ist einfach genug, um rauszufinden, aber es ist nicht normal. Du wirst schon wissen, was ich meine. Das will ich hoffen, weil jetzt habe ich gerade gar nichts durch diese Botschaft verstanden. Mal sehen. So, und rein hier. Ist hier das Ziel? Ja. 29. Oh, und
die Musik aus Earthbound. Schön. Also die Siegemelodie von da. Okay, und schon das zweite Level mit dem Secret Exit. Okay, wie komme ich an das One-Up da hinten? Sind das jetzt... Ja. Kann ich hoch oder nach rechts? Okay. Und eine Feuerblume. Ich hoffe, diesmal versaue ich es nicht damit. Ah, scheiße. Ich denke mal, das Lila ist Hintergrund. Mal sehen, wo ich doch jetzt herkomme oder hingehe. Na, ich hoffe einfach mal, ich habe nichts verpasst. Ansonsten müsste ich... Boah. Fuck. Moment, wie... Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ist da irgendwie... Schon tut sich hier wieder so eine Frage auf. Ist hier irgendwie ein versteckter Block oder so? Oder ist das jetzt doch Background? Aber ich glaube eher nicht. Doch. Ey, das macht mich fertig. Seht euch das an. Ich kann ja einfach durch. Na gut, ganz hoch habe ich es jetzt nicht geschafft, aber trotzdem war es schon ziemlich fies. Weil das hier ist jetzt wieder kein Background, also... Es ist scheiß verwirrend. Ja. Komme ich denn da oben hin? Ach, okay. Macht mich ein bisschen fertig gerade. Das ist nicht einfach. Das ist sehr konfus. Kann ich da irgendwie... Du. Sieht der mich überhaupt? Oh, egal. So. Moment. Jetzt will ich mal gucken, ob ich da hoch... Ja, ich kann da hoch. Und dann mache ich das auch. So. Noch eine Feuerblume geholt. Was machst du denn da? Ah, ich... Scheiße! Hat der ein Schwein. Ja, der hat ganz schön viel Glück. Der darf weiterleben. Weil ich ihn nicht erwischen kann. Ach, da oben ist aber auch irgendwas, ne? Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten, wegen dem Secret. Ja, natürlich schafft er es, mich zu erwischen. Ich schieße mal die ganze Zeit auf den und das vergeblich. Oder gehe ich jetzt besser nach unten? Wie? Ey, Mann, ich... Okay. Ist das jetzt echt eine Sackgasse gewesen? Sehr fies. Egal. Okay. Okay, noch eine Feuerblume. Ah, da unten ist der... Wie komme ich denn da ran? Kann ich da runter springen? Ich weiß es nicht. Das wird mir aber nicht so wirklich verraten. Ah, okay, ich würde also hier landen, also in dem Mansion, wenn ich da einfach runterspringe. Aber irgendwie habe ich auch nichts davon, außer vielleicht so eine Münze, aber scheiß mal auf die. Okay, das wäre das normale Exit. 5? Wer mich verarscht? Ich bin total hochgesprungen. Ich merke schon, dieser Hack ist nicht normal. Naja, dann gehe ich jetzt nochmal hier rein. Aber diesmal mit Safe Sets, weil ich dann halt jetzt mal ein bisschen rumsuchen werde. Jetzt gehe ich hier unten lang. Komm, stopp. Dann stopp halt nicht. So. Jetzt mache ich mit einem dicken, fetten Anlauf. Und es reicht trotzdem nicht. Keine Ahnung, ob man darüber kann. Ich schaffe es jedenfalls nicht. So, ah nein. Jetzt hier und so und zack, und dass die eine Münze, die ich eben nicht bekommen habe. So ein Pech aber auch. So. Nein. Ah, könnte man die Springboard nicht noch für irgendwelche anderen coolen Sachen benutzen? Ich will jetzt irgendwie mal hoch. Das ist schon seltsam, vielleicht. Nee.
wie oft ich das Wort so schon benutzt habe. Ist ja schon so vielfältig, ja. Ich weiß nicht wohin. Da hoch. Na, da könnte ich auch so hoch, aber. Moment. Nee, macht irgendwie keinen Sinn. Ansonsten hier lang, aber hier, man kann ja nicht über die Decken und außerdem kommt man ja eh auf die andere Seite. Egal wie man es macht. Ja, leck rum. Hier war es jetzt mit einer Sackgasse oder wie? Oder kann ich hier eventuell. Oh komm, jetzt nervt mich aber nicht. Hier eventuell lang. Davon habe ich aber auch nichts. Ah. Eine Röhre? Nein. Hier hoch kann ich damit, aber. Na gut, damit kriege ich zumindest ein 3-Up-Moon. Aber es war nicht eigentlich unbedingt das, was ich gewollt habe. Wow. Cool. Aber nicht cool genug, um es durchzuziehen. Da rein vielleicht auch nicht. Okay, dann weiß ich nicht, wo ich lang muss. Dann mache ich einfach mal erstmal hier weiter und guck dann mal irgendwie, wie ich es bekomme. Gut, und ich versuche jetzt einfach mal wieder auf Safe State zu verzichten. So. Hoch? Nein. Ach du Scheiße, wo kommst du denn wieder? Ja, komm. Das soll jetzt mal echt eine billige Verarsche. Ich sehe schon, ich sterbe. Wenn Maulwürfe im Level sind, dann sterbe ich. Nee, da will ich doch gar nicht runter eigentlich. Oh. Ja, genau das wollte ich. Komme ich da irgendwie. Wir wollen die echt einen Shelljump Dauer machen, die. Alter, gib mir mal einen Pilz. Warte, ich. So, Pilz. Okay, ich dachte schon, ich würde ja komplett zugemauert werden. Ach so, komme ich. Ja. Ah, das war irgendwie klar. Das Geschickte daran ist, dass ich beim Kleinbär noch nicht mal irgendeinen Gegner erwischt habe. Ah, okay. Ich wette, das eine Secret Exit bringt mich schon zum Game Switch und ich finde das nicht. Ja. Natürlich hätte ich aber auch Bock da unten rein, aber. Wie ich das schaffe, bleibt natürlich eine andere Frage. Das war nicht weit genug. Nee, irgendwie schaffe ich das nicht. Egal. Bleibt das einfach mal weg. Habe ich eigentlich schon einen Mittelpunkt bekommen? Weiß es nicht mehr. Höh. Ach du Scheiße, ihr wieder. Der lebt ja wieder. Hab ich mich erschreckt. Scheiße, Mann. Okay, okay, warten. Und jetzt. Ja. Und mir fehlt. Ey, das ist so provokant mit dem Block. Die Viecher da, die sind auch provokant. Da habe ich irgendwie noch ein bisschen mehr Glück gehabt. Oh, Alter. Nicht cool. Und wozu ist das überhaupt hier? Und kann ich. Der ist noch nicht mal richtig gesetzt. Ernsthaft. Moment. Ich warte hier. Und mach noch weiter auf diesen Fehler auf. Langsam, aber. Ne, da kommt gar kein Cooper raus, ne? Okay, dann behalte ich den erstmal so. Kann ich den irgendwie. Wow. Was. Ich hoffe irgendwie das Level endet gleich. Weil ich fast die ganze Zeit irgendwie nur klein bin. Aha. Nix hier rein. Sieht eigentlich gut aus. Ja, Ziel. Okay. Nächstes Level. KV Tunnel.